Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf Nintendo Switch. Ich habe mir den nächsten Hexerauftrag rausgesucht, der nicht ganz in der Nähe ist. Eigentlich so gar nicht. Aber leider steht das nicht mit dabei. Wenn man sich einen aussucht. Also man macht den sofort, dann weiß man natürlich, wo der Auftrag ist. Ansonsten müsst ihr alles ganz akribisch auf der Karte nachgucken, was ist wo. So, wir wollen uns den Ertrunkenen widmen. Rurik, stimmt's? Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein, klasse Fang. Da hat was zurückgezogen, nach unten. Ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Und ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes, noch schlimmer. Die Moirid Jeplin warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke oh, für die Geschichte. Oh, nett, Geralt. Du bist sehr feinfühlig. Du willst mir auch noch was erzählen, ne? Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt. Dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kiera-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Moirid Jeplin, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Schlechter Trost, das weiß ich. Aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Wenn ihr keins von Geralts Abenteuer mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Und ihr bleibt immer mittendrin, statt nur dabei. Das ist so bescheuert. Ja, tut mir leid, ich hatte gerade nichts Besseres. Wo willst du mich denn da hinbringen? Weg mit dir! Also das schneide ich aber raus. Das darf noch keiner sehen. Tut mir leid, aber das musste ich jetzt rausschneiden. Denn da ist mein nächstes Projekt zu sehen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das nächste Woche anfange. Also diese Woche auf jeden Fall nicht. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich es nächste Woche anfange. Kann sein, dass das nächste Projekt, das nach Pokémon folgt, erst übernächste Woche kommt. Also wenn ihr mich auf ein Datum festnageln wollt, ich habe gerade nichts zur Hand, wo ich nachgucken kann. Müsste ich mal gucken. Nächste Woche nicht, das wäre dann der 27. Spontan. Noch ein Opfer. Es kann aber auch sein, dass früher was kommt.
Kleines grünes Mutagen, Ertrunkenenzunge, Monsterleber, zerriebene Perlen, Waffenfänger, Anfängerset, Manuskriptseite, Stiefel, Schwert, Geniusessenz, Wolfsleder und Gilt. Ertrunkenenhirn. Ah, hier. Der Gestank. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Ja, da hinten geht's weiter. Und dann geht's nach unten. Moment! Telefon. Ah, ist das eine schöne Frickelfolge. Das wird eine schöne Frickelfolge. Da ruft der Vertreter jetzt an. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Oh, noch mehr Ertrunkene. Ja, jede Menge davon. Blumen. Aber hier müssen wir nicht lang. Wir müssen die andere Seite lang. Easy. Dann komm her. Die haben sich abgefuckt selber. Warum ist das jetzt explodiert? Ich war schuld im Prinzip. Weil ich die Feuerrune auf meinem Schwert habe. Ein Monsterlager, aber sicher nicht das eines Ertrunkenen. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Fast unberührt. Für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Zwergenschnaps? Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Geralt hat ein Date. Das muss ich erstmal nicht machen.
Auch nicht. Auch die Bombe nicht. Trink nicht. Öle nicht. Also eigentlich gibt es hier eine extra Kategorie für Questgegenstände. Aber irgendwie ist das nicht da. Ja, bereite Eintrag so. Ja, du bist lustig. Also rein theoretisch bekommt er das automatisch. Alchemie? Macht er mir nicht. Was heißt das? Das Quest ist verbuggt. Könnte noch Bestiarium nachgelesen. Wasserweiber. Das verstehe ich jetzt nicht. Also werde ich es nochmal laden müssen. Laden? An diesem Kontrollpunkt. Bitte, danke. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Oh. Oh, noch mehr Ertrunkene. So,
Verdammt, bist du hässlich. Diesmal war es Absicht. Alles einsammeln. Ein Monsterlager, aber sicher nicht das eines Ertrunkstellen am Hals. Kehlkopf zerstört. Wir müssen leider nochmal alles absuchen. Ich wäre sorry. Guck mal, ein Schweinchen. Schweinchen. John. Fast unberührt. Für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gesichtsausdruck. Die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Ach. Hätte gar nicht lange brauchen, glaube ich, ne? Oder doch? Hä? Macht er nicht. Doch, hier. Oh, verbesserte Katze. Mache ich sofort. Verbesserter Schneesturm. Höhle. Ich werde mal einfach alles verbessern. Na gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Die muss ich aber noch ins Inventar packen. Also normalerweise müsste der eigentlich, soweit ich das im Kopf habe, nämlich bei Questgegenständen auftauchen. Aber das hat er nicht gemacht. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Wir legen uns auf die Lauer. Sollte dir das Video gefallen? Kannst du gerne einen Daumen oben lassen. Ich würde mich drüber freuen. Wo guckst du denn hin, Geralt? Ich komme nicht raus dran.
Problem ist nicht sie, sondern wenn ich mich einkessel und ich dann nichts mehr tun kann, dann ist das schon ziemlich blöd. Spitzwegerich, Wasseressenz, Wasserweibzahn, Tagesstern, Wasserweib Muttergen und Wasserweib Trophäe. Wir gehen uns jetzt die Belohnung abholen. In der Ecke, genau. Du bist so schlau manchmal. Richtige Intelligenzbestie. Immer schwimmen, 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 einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. So, auf zur Belohnung. Wir könnten auch über Land, aber so ist schneller. Allen anderen würde ich eigentlich den Wandweg empfehlen. Aber es ist Geralt. Geralt kann das. So, wo bist du? Da. Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteufel? Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserweib. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Aber sowas noch nicht. Blobfische. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer. Wohlverdient. Danke. Ich verdiene mehr. Danke, lieb. Danke. Bis dann. Danke. Dann kam so eine Riesenwelle, dass alle Bierfässer aus der Taverne von Kertor. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Weil ihr dann keinen mehr verpasst. Eure Florinde. Bye.